Ganz wichtig ist bei dieser Jahreshauptversammlung, wir beginnen mit der Totenehrung. Da wird an den ehemaligen Mitgliedern und ehemaligen Soldaten gedacht. Was auch ganz wichtig ist, sind die Ehrungen, die wir machen. Weil jeder, der geehrt wird, wird ja für ein Ehrenamt geehrt, für besondere Leistungen im Verein, im Verband. Wir ehren heute 4 neue Vorstände, was ja mittlerweile sehr schwer ist, Vorstände zu finden in den Vereinen. Und da haben sich wieder 4 Stück bereit erklärt, in ihrem Verein als Vorstand zu agieren. Dann kommt noch jemand aus der Politik, der wo heute auch noch Grußworte spricht, die sind auch immer sehr gut und sehr wichtig, weil da sieht man den Zusammenhalt der Politik mit unserem Verein. Also das Positive ist, dass immer noch wieder junge Vorstände kommen. Ja, das Wichtige an diesen Veranstaltungen ist, dass man Neuigkeiten erfährt, dass man erfährt, was kann man machen im Verein. Man tauscht sich aus unter den Vereinen. Der eine Verein macht mehr Ausflüge, der eine macht mehr andere Veranstaltungen und dann kann man sich dann auch dementsprechend absprechen und bekommt was mit, um das in seinen Verein zu tragen. Ja, die Vereine wurden ja gegründet, um den Soldaten eine Familie zu geben und nicht nach Hause die Probleme zu tragen. Und jetzt sind ganze Familien dabei. Es sind immer mehr Leute, wie auch bei der Bundeswehr, die nicht gedient haben. Unser Bezirksvorsitzender ist auch ein Ungedienter. Das heißt, man muss nicht gedient haben bei der Bundeswehr. Es heißt zwar noch Soldatenverein, aber es geht um die Geselligkeit, um den Zusammenhalt, um die Traditionen zu bewahren und den Soldaten ein Gedenken zu geben. Dass man noch weiß, mehr, wie, wo, was bei der Bundeswehr war. Diese Sachen sind alle im Vordergrund. Also die Vereine sind auch sehr viel in Ortschaften sichtbar, bei Veranstaltungen. Es werden Familiengrillen veranstaltet. Wir zum Beispiel in dem Ortsverein, wo ich bin, wir machen jedes Jahr einen großen Ausflug, großes Grillfest im Sommer, wo Familien dabei sind. Wir haben auch sehr viele Frauen mittlerweile als Mitglied, nicht mehr nur Männer. Also mir liegt sehr stark am Herzen, dass die Menschen vielleicht mal wieder etwas ruhiger werden, wieder zurückkehren und in geselliger Runde zusammen sind, zusammen was unternehmen, zusammen spielen, weg vom Computer, weg von der Arbeit. Und das kann in diesen Vereinen auch sehr schön durchgeführt werden. Und da würde ich mich freuen, wenn ich viele junge, alte, in jedem Alter sehe, die wo mal sagen, komm, wir unternehmen wieder etwas, wir gehen zusammen irgendwo hin. Und das ist das, was den Verein ausmacht, in dem Verein die Leute zusammenhält. Und auch die Ausflüge sind immer sehr schön, wo sowas stattfindet.